Und willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir können mindestens zwei Türen aufmachen jetzt mit dem neuen Heber. Und wir gucken erstmal nach hinten. Das sah mir so aus wie so ein kleiner Raum, so mit so ein paar Gegenständen. Da war ja eigentlich alles sauber. Taschenlampenbatterien. Fehlt noch eine Taschenlampe, ne? Schrott. Fackel, Schrott. Inventar voll. Ne, Quatsch. Hier war das Inventar, ne? LMT zum Bauen. Aber wir haben nur... Ja, wir haben 100 Schrott. Wir könnten... Würde noch so ein Medikit bauen? Gerät gebastelt. Und ist jetzt ein bisschen Schrott weg, okay. Da können wir mehr Schrott aufsammeln. Macht ja nur Sinn, ne? Jetzt aber auf zu der Haupttür. Hier ist auch noch was. Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leistungskupplung gefunden. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abbauen. Verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Jedes Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Okay, der hat die dran gemacht und den Strom aus und wir... Ganz ruhig. Okay, okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Seekson Communications befindet sich im Systech-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Glückstag. Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. Nee, ich auch nicht. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Man kann da rein. Neugierig, was? Ja. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey! Keine Bewegung. Oh, okay. Wir wollen keinen Ärger.
Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Ich hoffe, ihr Schiff gibt es wirklich. Wieder speichern, ne? Bevor wir dem nächsten Psychopathen begegnen. Moment. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Mach du. Ich guck zu. Gestatten Sie? Ja. Die Station ist alt und eigenwillig. Jo. Ich warte hier. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Drücken Sie den Knopf. Ripley weiß auch, welcher Knopf gedrückt werden muss. Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein. Was anderes. Ein Monster. Tür geht auf, nicht erschreck mich. Fängt gut an. Immer noch zu viel Schrott. Wir noch ein Medikit bauen. Ich weiß nicht, ob man das für andere Sachen ja auch noch braucht. Ich denke, man kann nicht schaden, ne? Soll ich jetzt vorgehen? Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter! So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber es war deine Idee, nicht meine. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Mach an. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden. Nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh sie nicht auf, Herzchen. Wenn sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen sie. Man nennt es Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Komponente. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Taschenlampe. Eine Kopftaschenlampe. Thank you.
Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Ticks speichern. Hier lang. Wieder schlafen. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. F zum Ein- und Ausschalten. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Sie gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Batterien sind nur beschränkt verfügbar. Nutzen Sie Ihre Taschenlampe mit Bedacht. Aber... ich kann die Taschenlampe nicht benutzen im Moment. Leuchtfackeln, Medikit. Ah, jetzt. Ja, sonst ist es echt dunkel. Geht richtig schnell aus von den Batterien. Das ist natürlich ärgerlich. Ausweis. Was sollen wir uns machen jetzt hier uns umsehen? Noch mehr Batterien. Umsehen bringt uns aber auch nicht weiter. Sagt denn die Aufgabe? Gehen Sie mit Axel zur Transitstation. Axel wird Sie durch das Terminal zu einer Transitstation führen, von wo aus Sie zur Kommunikationszentrale gelangen. Okay. Finden Sie den Schachteingang. Schachteingang. Da willst du auf jeden Fall nicht rein. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Hast du Licht? Nee. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Los jetzt! Wartest du? Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe! Ich hab was gehört. Schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Es kommt mir vor, als stünden wir nur rum und warten auf den Tod. Ich sehe jetzt gerne, was passiert, wenn ich Taschenlampe anmache. Bist du direkt hinter denen raus? Mal schnell speichern und dann machen wir einen kurzen Break und sind gleich wieder hier dabei.